Suchen Sie nach wahrer Befreiung von der Angst, die Ihr Herz und Ihren Verstand belastet? In diesem Video werden wir uns in einem mächtigen Gebet, basierend auf dem Psalm 91, vereinen, um Gott um den Frieden und die Linderung der Angst zu bitten, die nur er bieten kann. Dies ist eine Einladung, tiefer nach Gott zu suchen, indem wir die Geheimnisse seines Friedens entdecken, der jedes Verständnis übersteigt und unsere Herzen und Gedanken schützt. Lasst uns gemeinsam unsere Dankbarkeit gegenüber ihm ausdrücken, der unsere Festung und Zuflucht ist, und unser Vertrauen in seine Verheißungen bekräftigen, wie die von Jesus in Matthäus 6, 34 gegebene, die uns lehrt, uns keine Sorgen um den morgigen Tag zu machen. Bereiten Sie sich auf eine Glaubens- und Vertrauensreise vor, bei der Gebet der Schlüssel zu einem Leben frei von Angst wird. Beginnen wir jetzt diese Reise des Friedens und Schutzes, vertrauend auf Gottes unermüdliche Fürsorge und Liebe. Ich bitte jetzt alle, sich mir anzuschließen, ihre Stimmen und Herzen in der Proklamation dieses mächtigen Wortes Gottes zu vereinen. Lassen Sie die Wahrheiten in dieser Schrift in unseren Seelen widerklingen und bereiten Sie uns auf das nachfolgende Gebet vor. Lasst uns gemeinsam diesen inspirierenden Abschnitt erkunden, der unseren Weg erleuchten und unseren Glauben stärken soll, und dann ein Gebet zusammensprechen. Die Bibel sagt im Psalm 91: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der schädlichen Pestilenz. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die im Mittage verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst mit deinen Augen deine Lust sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. P-Titel gleich Click-to-Listen Style gleich Cursor, Pointer, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. P-Titel gleich Style gleich Cursor, Default, auf Löwen und Ottern wirst du gehen und treten auf junge Löwen und Drachen. Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen, er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören, ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Angst ist wie ein Riese, dem viele jeden Tag in einer Welt voller Ungewissheiten gegenüberstehen. Es ist eine Herausforderung, die Menschen in allen Lebensbereichen betrifft, Grenzen überschreitet und Herzen und Gedanken beeinflusst. Inmitten dieses Wirbelsturms suchen wir in Gottes Wort nach einem Leitfaden für Hoffnung und Schutz. Heute sind unsere Gebete der göttlichen Macht gegen die Angst gewidmet, indem wir unseren Glauben an die ewigen Verheißungen des Herrn setzen. Psalm 91 ist eine kraftvolle Affirmation des Vertrauens in Gottes Schutz. Er gewährleistet Sicherheit und Unterkunft für diejenigen, die in den Schatten des Allmächtigen fliehen. In Zeiten der Unsicherheit erinnert uns diese biblische Passage daran, dass wir, wenn wir uns Gott nähern, einen sicheren Hafen vor den Stürmen der Angst finden. O Herr, unser Fels und Erlöser, in deiner heiligen Gegenwart entdecken wir einen sicheren Hafen, einen Friedensort, der jedes menschliche Verständnis übersteigt. Unter den Flügeln deines göttlichen Schutzes finden wir wirklichen Ruhe, in der Gewissheit, dass Angst und Furcht keine Macht über uns haben.
In diesem Raum der Heiligkeit finden unsere Seelen Gelassenheit und unsere Gedanken beruhigen sich angesichts deiner großartigen Gegenwart. Mit dankbaren Herzen preisen wir dich, ewiger Gott, unser unerschütterlicher Schild und Zufluchtsort in Stunden des Sturms. Inmitten der Stürme der Existenz offenbart sich deine Treue als der feste Anker, der uns standhaft und unerschütterlich hält, trotz der Winde und Wellen, die uns von deinem Friedensweg fortzutragen suchen. Mit Dankbarkeit erinnern wir uns an die sanften Worte Jesu in Matthäus 6, 34, wo er uns rät, uns nicht um den morgigen Tag zu sorgen, denn jeder Tag hat genug eigene Herausforderungen. Diese himmlische Lehre leitet uns zu einem totalen Vertrauen auf dich, Herr, unser ganzes Hoffen und Glauben auf deine Vorsehung jeden neuen Morgens zu setzen, im Glauben, dass du dich um all unsere Bedürfnisse kümmern wirst. Wenn dieses Gebet in ihrem Herzen widerhallte und sie ihre Sorgen dem Herrn anvertrauen möchten, schreiben Sie "Ich vertraue auf dich, Herr" in die Kommentare. Fühlen Sie sich ermutigt, Ihre Gebetsanliegen zu teilen, damit wir, vereint im Glauben, jede Angst und Furcht dem Thron der göttlichen Gnade vorbringen können, Trost und Hilfe finden. Spahn, ich ermutige jeden von Ihnen, mit der Gewissheit zu leben, dass der Herr an Ihrer Seite ist, Ihre Schritte leitet und für jeden Ihrer Bedürfnisse sorgt. Erinnern Sie sich, dass wir nicht verlassen sind, wir haben einen Gott, der uns liebt und für uns auf außerordentliche Weise sorgt. Mögen wir Ruhe in seinem Frieden finden und unser Vertrauen in seiner ewigen Liebe setzen. Wie der Psalmist mit Leidenschaft ausgedrückt hat, proklamieren auch wir mit von Glauben erfüllten Herzen unser unerschütterliches Vertrauen in dich, Herr. Wir sind uns bewusst, dass du uns aus den hinterlistigsten Fallen und verborgenen Katastrophen rettest. Deine Wahrheit, ewig und unzerstörbar, ist unser Schild und Schutz, uns bewahrend vor den flammenden Pfeilen des Feindes, die durch Angst und Furcht geschmiedet werden. Wir erinnern uns mit tiefer Dankbarkeit an die Zeiten, in denen, umhüllt im Nebel der Sorge, dein heiliges Wort als ein Leuchtfeuer von Trost und Hoffnung erschien. Die Geschichten des Glaubens, verwebt in unser Leben, sind lebendige Zeugnisse deiner kontinuierlichen und wirkungsvollen Gegenwart, eine ständige Erinnerung daran, dass wir niemals allein sind. Bei jedem Hindernis leitet uns deine Führung und deine fürsorgliche Hand hält uns, indem wir deine Treue erinnern, die uns befähigt, jeden Tag mit erneuerter Hoffnung zu begegnen. Herr, wir flehen, dass du in uns eine heilige Sehnsucht und einen brennenden Wunsch wächst, dich noch intensiver zu suchen. Dass du in dieser Suche die Geheimnisse deines übernatürlichen Friedens offenbarst, jenes Friedens, der jedes menschlichen Verständnis übersteigt und die Kraft hat, unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus zu bewahren. Möge dieser Friede der Anker unserer Seelen werden, der uns stabil und sicher hält, ungeachtet der Stürme, die auftauchen mögen. Spahn, wenn Sie danach streben, Ihre Beziehung zu Gott zu vertiefen und den Frieden zu erfahren, den nur er bieten kann, teilen Sie in den Kommentaren "Ich werde nach Gottes Frieden suchen". Präsentieren Sie auch Ihre Gebetsanliegen, damit wir gemeinsam nach dem Herrn suchen, ihn bitten, uns die Geheimnisse seines Friedens zu offenbaren. Ich ermutige Sie, Momente Ihres Tages für die Einsamkeit mit Gott zu reservieren, vertieft in sein Wort und im Gebet. Möge diese Suche nicht nur nach Antworten, sondern auch nach einer tieferen Verbindung mit dem Suchen, der die Quelle aller Frieden, Liebe und Wahrheit ist. Möge die Neugier, Gott und die Geheimnisse seines Friedens kennenzulernen, Sie inspirieren, einen Weg zu verfolgen, der Sie ihm immer näher bringt. In diesem heiligen Gebetsmoment, Herr, erheben wir unsere Hände und Herzen in tiefer Dankbarkeit und Anbetung und bieten sie an als ein Spiegelbild der unbedingten Liebe, die du uns unermüdlich gewährt hast. Wir erkennen, dass wir, indem wir dein Angesicht suchen,
nicht nur Erleichterung für unsere Seelen finden, sondern auch eine sichere Zuflucht entdecken, einen Ort, an dem unsere Herzen von den Störungen, die unseren Geist beunruhigen, Ruhe finden können. Wir haben durch eigene und geteilte Erfahrungen die außergewöhnliche Kraft des Gebets erlebt, Herzen zu beruhigen, die einst von Angst aufgewühlt waren. Diese Erlebnisse sind nicht nur Erzählungen, sondern wahrhafte Bestätigungen deiner Gnade, die in uns wirkt, die Unruhe in Gelassenheit verwandelt und die Furcht in Vertrauen. Jede Geschichte ist ein greifbarer Beweis dafür, dass deine Gegenwart das Heilmittel ist, das heilt und verjüngt. Wir verpflichten uns, Herr, deiner Gegenwart beharrlich nachzujagen, unsere Tage dem Anbau einer konstanten Gebetspraxis zu widmen. Wir sind uns bewusst, dass wir uns durch diese Tat gegen die Ängste dieser Welt stärken, denn in dir finden wir die wahre Gelassenheit. Möge unser Gebet über bloße Worte hinausgehen, möge es sich in eine Lebensart verwandeln, ein ständiges Verweilen in deiner Gegenwart, wo jeder Atemzug ein Flehen und jede Geste ein Akt des Lobes ist. Wenn Sie bereits die transformierende Kraft des Gebets erlebt haben, Frieden in Ihr Herz zu bringen, teilen Sie Ihre Erfahrung in den Kommentaren mit dem Satz „Gebet stärkt mich“. Ich ermutige Sie, Ihre Geschichten zu teilen, damit wir uns gegenseitig aufbauen und die heilende Macht Gottes in unserem Leben bezeugen können. Ich lade Sie ein, sich zu einer intensiveren und konstanteren Gebetspraxis zu verpflichten. Möge dieses Engagement nicht als Last, sondern als wertvolle Gelegenheit zum Wachstum und zur Intimität mit Gott angesehen werden. Mögen wir alle Stärke, Mut und Frieden finden, indem wir standhaft in der Anwesenheit des Herrn bleiben, den Ängsten der Welt mit der Stärke begegnend, die er uns verleiht. Wir erkennen, Herr, dass die Momente des wahren Friedens seltene Kostbarkeiten im Strudel des Alltags sind. In einer Welt, die von Unruhen und Unsicherheiten heimgesucht wird, kann die Suche nach Gelassenheit eine mühsame und bisweilen erfolglose Reise sein. Dennoch sind wir überzeugt, dass wir, indem wir uns dir zuwenden, etwas weit mehr als nur vorübergehende Erleichterung entdecken. Wir finden eine ewige Zuflucht, einen sicheren Hafen, in dem die Stürme des Lebens keine Macht haben, uns zu erschüttern. In der tiefen Intimität, die wir mit dir pflegen, Herr, finden wir echte Erleichterung für die Unruhen, die unsere Herzen heimsuchen. Diese vertraute Verbindung mit dir übersteigt jede formelle Religiosität, denn es ist eine lebendige und dynamische Beziehung. Du kennst jeden von uns beim Namen, durchforschst unsere Herzen und verstehst unsere inneren Kämpfe und bietest den Trost und die Hoffnung, die nur der Schöpfer geben kann. Mit hoffnungsvollen Herzen erwarten wir die Erfüllung deiner göttlichen Verheißung, den Segen des Friedens, der jedes Verständnis übersteigt, bestimmt für jene, die ihr Vertrauen in dich setzen. Ich glaube fest daran, dass dieser Friede uns ganz umhüllen wird, unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus schützen und uns befähigen wird, ein Leben zu führen, das nicht von Angst beherrscht wird, sondern von Ruhe und Vertrauen in deiner Souveränität. Wenn Sie nach diesem Frieden streben, der nur von Gott kommen kann, bekunden Sie Ihren Glauben in den Kommentaren mit „Ich vertraue auf Gottes Frieden“. Teilen Sie Ihre Erfahrungen darüber, wie Sie in Gott Momente der Gelassenheit finden, und ermuntern Sie andere, auf die himmlische Verheißung zu vertrauen, die unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus bewacht. Ich ermutige jeden von Ihnen, eine positive Perspektive zu übernehmen, voller Vorfreude auf die Segnungen, die Gott für diejenigen bereitet hat, die auf ihn vertrauen. Möge der Frieden Gottes, der jedes Verständnis übersteigt, in Ihrem Leben Wirklichkeit werden, jeden Schritt und jede Entscheidung lenkend mit der Gewissheit, dass wir unter der liebevollen Fürsorge des Herrn stehen. In deiner Gegenwart, o Gott, finden wir nicht nur Zuflucht, sondern auch unerschütterliche Mut, jeden neuen Tag zu begegnen.
In diesem heiligen Zusammentreffen mit dir verschwinden unsere größten Ängste und die Last der Sorge verliert ihre Macht über uns. Deine Gegenwart hüllt uns ein wie ein tröstendes Tuch, beleuchtet die Schatten des Zweifels und der Furcht und stärkt die Überzeugung, dass wir auf unserem Weg niemals allein sind. Mögen wir, wie der Apostel Paulus, das Geheimnis lernen, zufrieden zu sein in jeder Situation, ob in Fülle oder Mangel, im Bewusstsein, dass unsere Stärke und Versorgung von dir kommen, wie in Philipper 4, 12 bis 13 ausgeführt. Möge diese Wahrheit in unseren Herzen widerhallen und uns lehren, unser vollständiges Vertrauen in deine Souveränität und Güte zu setzen, unabhängig von den Herausforderungen, die sich ergeben mögen. Wir gedenken mit Achtung und Bewunderung der biblischen Erzählungen des Glaubens und vollständigen Vertrauens in Gott, wie die Geschichte Hiobs, der selbst unter härtesten Prüfungen seinen Glauben und seine Integrität bewahrte, im Glauben an deine unerschütterliche Treue und Gerechtigkeit. Mögen diese Glaubensberichte eine Inspirationsquelle auf unserem Weg sein, unsere Zuversicht in deine Vorsehung und deine ständige Fürsorge stärkend. Wir äußern unsere aufrichtige Dankbarkeit für deinen Schutz und deine bedingungslose Liebe, die uns umgeben und uns vor allem Bösen bewahren. Deine Gegenwart ist die Gewährleistung dafür, dass, was auch immer geschieht, deine Gnade und Barmherzigkeit uns auf jedem Schritt begleiten, uns sicherhaltend im Schutzschatten deiner Flügel. Wenn Sie Dankbarkeit für den Schutz und die Liebe Gottes empfinden, teilen Sie in den Kommentaren dankbar für Gottes Schutz. Teilen Sie auch Ihre Geschichten darüber, wie der Glaube an Gott Ihnen geholfen hat, Momente der Angst zu überwinden, und ermutigen Sie andere, auf die ständige Gegenwart des Herrn in ihrem Leben zu vertrauen. Ich ermutige jeden von Ihnen, den unerschütterlichen Glauben aufrecht zu erhalten, sich immer an die Verheißungen Gottes und die transformierende Kraft des Gebets zu erinnern. Mögen die biblischen Geschichten des Glaubens als Wegweiser in Zeiten der Unsicherheit dienen und möge die Gewissheit von Gottes Liebe und Schutz ihr Herz heute und an allen Tagen stärken. Erinnernd, dass wir unter dem Schutz des Allmächtigen einen sicheren Unterschlupf gegen die Angst finden. Mögen die Verheißungen von Psalm 91 eine Stütze für unsere Seelen sein, uns stets daran erinnernd, dass wir in Gott eine Zuflucht und Stärke haben, eine stetige Hilfe in schwierigen Zeiten. Möge diese Wahrheit unseren Glauben stärken und unsere Hoffnung erneuern. Liebe Brüder und Schwestern, wenn dieses Gebet Ihr Herz berührt hat, laden wir Sie ein, Ihre Erfahrungen in den Kommentaren zu teilen. Wie haben Sie Gelassenheit inmitten der Sorgen des Lebens gefunden? Wenn Sie sich noch nicht auf unserem Kanal angemeldet haben, tun Sie dies bitte, um weiterhin Botschaften des Glaubens und der Hoffnung zu erhalten. Und vergessen Sie nicht, dieses Video mit denen zu teilen, die diese Botschaft der Ruhe und des göttlichen Schutzes hören müssen. Gott segne uns alle. Amen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Benachrichtigungen, hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie es. Ich empfehle auch, das Video anzusehen, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint. Gottes Segen.